Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Live-Q&A. Und heute dreht sich alles um die vegane Milch. Und ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Und heute am Donnerstag, wie jeden Donnerstag um 20 Uhr, ja, mit mir einfach sprichst. Wenn du Fragen hast zu diesem Thema, dann stell die einfach in den Chat, poste die einfach in den Chat rein. Ja, wir fangen auch gleich an. Und zwar, ja, geht es ja heute um vegane Milch. Und beim Thema Milch, da scheiden sich oft die Geister. Also ich kenne viele Leute, die haben einmal Sojamilch probiert und sagen dann, oh, das schmeckt aber nicht. Und ich habe auch wirklich, mein Kaffee schmeckt mir dann nicht mehr und ich brauche da einfach, ich habe da bis jetzt noch keine Alternative gefunden, die mir genauso gut im Kaffee schmeckt wie die Kuhmilch. Und deshalb bin ich einfach noch nicht vegan. Und ja, und das zweite Mindset, das oft ist, ist, dass man sich ja, wenn man vegan wird, total einschränken muss und auf was verzichten muss. Und ich möchte heute einmal am Thema Milch zeigen, dass das überhaupt nicht so ist. Denn wenn du dir mal genau überlegst, gibt es ja drei Sorten, ja, tierische Milch quasi. Ja, das meistgetrunkene ist die Kuhmilch natürlich. Dann haben wir noch Schafsmilch oder Schafskäse und Ziegenmilch, Ziegenkäse. Ja, das sind eigentlich so die drei Tierarten, von denen wir Milch konsumieren als Menschen. Ja, also wir trinken jetzt weder von den Hunden Milch oder von den Katzen oder von anderen Säugetieren, sondern eigentlich von diesen drei Tierarten trinken wir die Milch. Und ja, was ist aber jetzt mit veganer Milch oder mit pflanzlichen Milchalternativen? Da haben wir wirklich eine breite Auswahl, weil wir können aus allen Nüssen eine Milch produzieren, also eine vegane alternative Milch produzieren, also zum Beispiel Cashewmilch, Macadamia-Milch, Haselnussmilch, Walnussmilch, Paranussmilch oder Pinienmilch, ja, und die bekannteste ist wahrscheinlich die Kokosnussmilch. Und des Weiteren können wir eben aus Getreide pflanzliche Alternativen herstellen, also zum Beispiel Hafermilch oder Haferdrink, Dinkelmilch, Roggenmilch, Hirsenmilch, Quinoa-Milch. Und ja, natürlich eben Mandelmilch und Sojamilch ist natürlich auch noch aus Nüssen und Reismilch aus Getreide. Und dann gibt es auch noch pflanzliche Alternativen aus Pseudogetreide wie Amaranthmilch oder Buchweizenmilch. Du siehst schon, die Liste ist echt endlos. Und es gibt sogar Milch aus Sonnenblumenkernen oder Kürbiskernmilch, Leinsamenmilch, Mohnmilch. Also das heißt, es gibt da so ein tolles Buch auf, also das poste ich nachher nochmal rein, vegane Milch zum selber machen. Und da gibt es wirklich tausend und eine Sorte Milch. Und das Beste ist ja, du kannst die alle noch miteinander mischen. Also dann gibt es ja noch die Kombination aus Mandelreis oder Mandelsoja oder Soja-Cashew-Milch. Ja, also von dem her ist schon mal dieses erste Vorurteil, dass man sich einschränken müsste, wenn man auf pflanzliche Alternativen zurückgreift, schon mal, fällt schon mal weg, weil im Gegenteil zu drei tierischen Milcharten sozusagen hast du wirklich bei pflanzlicher Milch eine unendliche Auswahl an Milchsorten. Ja? Und ja, wie geht man dann aber am besten vor, um jetzt wirklich eine zu finden, die dir schmeckt? Ja, also erstens mein Tipp, probier nicht eine Sorte und dann hör auf, weiter zu probieren, wenn die dir nicht schmeckt. Also Sojamilch ist nicht gleich Sojamilch, Mandelmilch ist nicht gleich Mandelmilch. Also alles von verschiedenen Herstellern schmeckt einfach ein bisschen anders. Ja, also von dem her, Alpro zum Beispiel ist eine sehr, sehr gute Marke. Provamel ist eine sehr, sehr gute Marke. Achte, wenn du sie fertig kaufst, darauf, dass möglichst wenig Zusatzstoffe drin sind, dass möglichst kein Zucker mit drin ist. Und dann teste dich einfach mal durch, ja? Teste dich durch verschiedene Milcharten und teste dich außerdem auch durch verschiedene Hersteller, ja? Also ganz wichtig, weil
Sojamilch von einem Hersteller zum nächsten kann schon mal ganz, ganz anders schmecken. Und ja, das ist mein erster Tipp. Und zweitens, wirklich schau, dass du wenig Zucker drin hast, dass du wenig ja, Zusatzstoffe drin hast. Und dann wirklich für jede Zubereitungsart ist eine andere Milch natürlich am besten. Ja, also im Kaffee schmeckt mir zum Beispiel am besten Mandel-Sojamilch, also oder Mandel-Reismilch. Im Müsli mag ich auch gern eine Mischung aus Mandel-Reismilch, weil nur Mandelmilch mir zu kräftig ist. Ja, aber mit Reismilch gemischt ist das eine gute Balance. Ja, dann was gut ist, immer zu Hause zu haben, ist Kokosnuss. Nicht. Damit kannst du ganz, ganz schnell leckere Curries machen. Damit kannst du einfach eine Gemüsepfanne machen, wenn du noch eine Currypaste dazu machst. Also ich habe immer 2 Dosen Kokosnussmilch einfach im Vorratsregal, weil das super ist für eine schöne Gemüsepfanne, für eine schöne Soße, für eine Currysoße. Ja, in den Kaffee rein. Schmeckt mir eben, gibt es von Oatly auch eine ganz, ganz tolle Milch, die heißt Barista. Die schäumt auch sehr schön. Ansonsten kann ich dir wirklich die von Provamel auch empfehlen, die Milch. Die sind auch ungezuckert und die schäumen auch sehr gut. Also, das ist ja oft das, was man haben will im Kaffee, dass man einfach eine Milch hat, die gut schäumt. Ja. Und ansonsten probier einfach wirklich mal viel aus. Ja, also probier dich durch die Sorten durch, die es gibt im Supermarkt, im Biomarkt, oder probier mal auch dir selber Milch herzustellen. Das ist nämlich tatsächlich auch gar nicht so schwierig. Dazu poste ich dir am Ende nochmal das Buch dazu rein. Und ich habe ganz frisch auch noch mal einen Kochkurs entdeckt von Sebastian Coppien, den kennst du vielleicht, wo er auch noch mal zeigt, wie man ganz, ganz einfach verschiedene Joghurtsoßen, verschiedene Quarks und so weiter selber machen kann, selber herstellen kann. Das ist auch ein super Kurs, den kann ich dir auch auf jeden Fall empfehlen. Den poste ich dir auch noch mal am Ende rein. Also probier dich durch die Sorten durch, die es im Supermarkt gibt. Und schau, dass es wenig Zusatzstoffe gibt und probier dich einfach mal durch, auch dir selber deine perfekte Milch sozusagen zu mixen, ja. Und schau auch mal, dass du mal was Außergewöhnliches machst. Also zum Beispiel habe ich mir jetzt mal eine Walnussmilch gekauft und die würde ich jetzt zum Beispiel in mein morgendliches Müsli auch nicht pur trinken, aber ich mixe es dann mit einer Mandelmilch oder mit einer Sojamilch. Und es gibt dem Ganzen einfach so einen leckeren Geschmack gleich wieder. Oder genauso, wenn du damit eine Soße machst, ja, dann kannst du wirklich auch mal schauen, so verschiedene Nussmilchen auszuprobieren. Es schmeckt einfach lecker, weil du dann schon diesen Geschmack hast. Und ja, jetzt habe ich noch mal einmal eine Frage bekommen gehabt. Ja, ich tue mich wirklich ganz, ganz schwer und meine Kinder tun sich so schwer, die Kuhmilch wegzulassen, ja, und zu ersetzen. Dazu habe ich auch noch mal einen Tipp von mir. Probier doch einfach mal 50-50 zu machen. Also probier einfach mal 50-50 anzufangen, indem du zum Beispiel eine Kuhmilch mit Mandelmilch mischt, weil was ganz wichtig ist zu verstehen, unsere Geschmacksnerven, die passen sich bis ins hohe Alter an. Ja, also das heißt, wenn du anfängst, das zu trinken, dann werden sich deine Geschmacksnerven und dein Magen, alles wird sich darauf einstellen. Ja, also das heißt, wenn du nicht gleich 100% umstellst oder umstellen kannst oder dir das gar nicht schmeckt, dann probier mal wirklich einfach die Mandelmilch oder die Sojamilch so ein bisschen reinzumischen. Ja, und dann erhöhe immer so ein bisschen den Anteil, ja, also fangen 50-50 an, dann machst du vielleicht nur noch ein Drittel Kuhmilch und so wirst du dich nach und nach abgewöhnen, auch diesen Kuhmilchgeschmack zu haben. Also ich habe früher als Vegetarier unglaublich viel Käse gegessen, ich habe unglaublich viel Milch getrunken, also ich habe wirklich, glaube ich, 1,5 Liter Milch getrunken am Tag, also morgens schon ein riesen Müsli und dann auch so mal noch ein Kakao oder irgendwas, ja, also ich habe wirklich unglaublich viel
Kuhmilch getrunken und mir hat das super geschmeckt, ja. Dann habe ich angefangen, vegan zu werden. Und mir ist das vor einem Jahr mal passiert, dass ich ein Cappuccino mit Sojamilch bestellt habe im Café. Und das war in Spanien, das war im Ausland. Und vielleicht hat sie mich einfach nicht so verstanden oder vielleicht war sie auch nicht so konzentriert in dem Moment. Auf jeden Fall hat sie mir den Cappuccino gegeben. Ich habe einen großen Schluck natürlich genommen und festgestellt, dass es Kuhmilch war. Ja, und es ist wirklich, ich kann dir das aus eigener Erfahrung sagen, es ist wirklich krass, wie sehr sich die Geschmacksnerven umstellen. Ja, also als ich da mal versehentlich diesen Schluck Kuhmilch getrunken habe, ich habe so dieses Tierische rausgeschmeckt. Ich habe so, ich kann das überhaupt nicht mehr riechen. Ich kann es überhaupt nicht mehr schmecken. Also ich reagiere schon so ein bisschen allergisch, wenn ich nur Kuhmilch rieche mittlerweile. Ja, also es ist wirklich krass von, ich habe einen halben Liter Kuhmilch getrunken am Tag zu, ich kann es nicht mehr riechen, ja, weil du wirst auch einfach sensibler mit der Zeit. Du riechst einfach dieses Tierische mehr raus, ja, ich kann es gar nicht anders beschreiben. Und natürlich deine Geschmacksnerven, deine Darmbakterien, deine Darmflora, alles stellt sich um auf die neue Ernährung. Und es braucht einfach ein bisschen Geduld auch, bis sich da alles angepasst hat. Und das Beste, was du tun kannst, ist wirklich Schritt für Schritt anzufangen, das dir 50-50 erstmal zu mischen und dann weiterzugehen. Und ja, was wollte ich dir auch noch sagen? Also versuch hier wirklich mal, genau, verschiedene Sorten auszuprobieren, versuch es mal selber zu machen. Was mir sehr, sehr gut schmeckt, was Joghurt und Quark angeht, ist von Soyanda. Das kann ich dir auch nochmal den Link reinposten. Das sind sehr, sehr leckere Produkte. Also wirklich der Creme Fraiche, der schmeckt genial. Ja, also wenn du irgendwie mal, weiß nicht, eine Pilzrahmsoße oder irgendwas machen willst, wo du einen guten Creme Fraiche reinmachen willst, kann ich dir das auf jeden Fall empfehlen. Joghurts mag ich sehr gerne auf Kokosnussbasis oder auch Soja-Joghurts. Mit Früchten drin zum Beispiel, kannst du natürlich auch frische Früchte mit reinmischen und ja, dich einfach so mal durchzuprobieren. Und was auch ganz, ganz wichtig ist zu verstehen, die Produkte werden immer besser. Ja, also ich war erst vor kurzem auch wieder auf einer veganen Messe, auf der Veganfach, und es ist wirklich so, so spannend. Also zum Beispiel Provamel, die haben ja angefangen mit einer Mandelmilch, mit der Sojamilch. Mittlerweile gibt es da wirklich 30 verschiedene Sorten und Kombinationen an Milch. Und die haben dann wieder auf der Messe neue Sorten vorgestellt. Also es ist wirklich, die Auswahl ist mittlerweile riesig. Ja, also die Auswahl ist riesig und es kann fast nicht sein quasi, dass du dir bei dieser riesen Auswahl keine Milch findest, die dir schmeckt. Und aber es ist natürlich ganz, ganz wichtig, nochmal auch zu sagen, kommt drauf an, für welchen Zweck du sie willst. Ja, willst du sie für einen Kaffee? Willst du, dass sie gut schäumt? Dann ist zum Beispiel die Barista-Milch von Oatly sehr, sehr gut. Willst du was fürs Müsli haben oder für eine Gemüsesoße? Dann ist einfach vielleicht Mandelreismilch dein Ding oder Mandelsojamilch. Vielleicht noch mit ein bisschen Walnussmilch für ein bisschen extra Geschmack. Und für Curries, Gemüse-Curries, habe ich auch ein Rezept auf meinem Blog für ein leckeres Thai-Curry, ist eben Kokosmilch die erste Wahl. Also das kann man auch einfach immer zu Hause haben, so ein paar Dosen Kokosmilch. Ja, wenn du Fragen dazu hast, dann schreib mir die jetzt gerne in den Chat. Genau, ich hatte noch einen Gedanken dazu. Ich überlege gerade. Ach so, ja, ich wollte noch mal kurz darauf eingehen, warum eigentlich, ja, noch ein paar Fakten zu Kuhmilch, ja, weil manchmal ist es ja auch so, also am Anfang, als ich noch Vegetarier war, habe ich auch Biomilch getrunken und war eben auch so, okay, ich esse jetzt kein Fleisch mehr und Milch ist ja okay, weil dafür müssen ja keine Tiere getötet werden, ja, also erstmal ist zu verstehen, wichtig zu verstehen, dass Kuhmilch für uns Menschen nicht gemacht ist. Also Kuhmilch ist einfach wirklich für ein Kalb
gemacht. Das heißt, es ist Muttermilch von einem Säugetier, ja. Und das sieht man auch ganz deutlich daran, dass 75% der Weltbevölkerung eigentlich also nicht eigentlich, sondern laktoseintolerant sind, ja. Dieses Enzym, um Kuhmilch überhaupt zu vertragen, das hat sich erst in den letzten 200 Jahren gebildet, als wir angefangen haben, Kuhmilch zu trinken. Ja, also das heißt, natürlicherweise sozusagen ist der Mensch laktoseintolerant. Das wird immer so ein bisschen falsch verstanden, als ob Laktoseintoleranz so eine Art Krankheit wäre, so was Unnormales. Aber Laktosetoleranz ist tatsächlich der Normalzustand des Menschen. Ja, also es ist eigentlich, uns fehlt das Enzym Kuhmilch ohne Probleme zu verdauen. Das hat sich erst in den westlichen Ländern in den letzten 200 Jahren gebildet, in Ländern wie Asien und Afrika, wo traditionell fast keine Kuhmilch getrunken wird, sondern eher Reismilch. Da ist das noch viel weniger. Also da haben nur 1% der Bevölkerung das Enzym, um Kuhmilch überhaupt richtig verdauen zu können. Ja, also das heißt, das ist schon mal auch ein Mythos, dass Laktoseintoleranz eine Art Krankheit ist oder ein abnormaler Zustand. Nein, Laktoseintoleranz ist tatsächlich der Normalzustand und das macht ja auch total Sinn, weil wir sind eben keine Kälber. Ja, wir sind eben Menschen und die Kuhmilch ist für das Kalb gemacht und ein Kalb, wenn du das mal anschaust, ist eigentlich die Kuhmilch dazu da, dass ein Kalb innerhalb von kürzester Zeit auf ein 300-Kilo-Tier wächst. Ja, also von dem her kannst du dir vorstellen, natürlich ist es sehr, sehr reichhaltig. Und was auch zu verstehen, wichtig zu verstehen ist nochmal, ist, dass tatsächlich in der Kuhmilch auch natürlicherweise, das ist ein total natürlicher Vorgang, dass da einfach Stoffe drin sind, die quasi süchtig machen, ja, weil das einfach von der Natur so eingerichtet ist, dass das Kalb wieder immer wieder zur Mutter geht, sich immer wieder die Milch holt, ja. Und das sind aber tatsächlich Suchtstoffe drin. Das heißt, du bist einfach, daher kommt oft dieses Gefühl, ich kann nicht ohne Milch, ich kann nicht ohne Käse, ja. Fakt ist aber, wenn du es einfach mal 2, 3, 4 Wochen weglässt, dann wirst du einfach keine Probleme mehr damit haben. Ja, dann wirst du, dann ist diese Sucht sozusagen schon vorbei. Ja. Und was auch wichtig ist zu verstehen, nochmal ein interessanter Fakt ist, dass nach der Süßigkeitenindustrie wirklich die Milchindustrie massiv viel Geld für Werbung ausgibt. Also Milch wird im großen Stil als gesund, wichtig für die Knochen und so weiter vermarktet, was nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen einfach nicht stimmt. Also da kannst du dir gerne das Buch How Not to Die nochmal anschauen oder nochmal durchlesen. Gibt auch viele Filme dazu. Und ja, es ist einfach eine sehr, sehr große Marketingmaschine dahinter, um diese Kuhmilch als was sehr Gesundes, Natürliches für den Menschen, was wir unbedingt brauchen, zu vermarkten, ja. Und es wird zugleich sehr, sehr stark subventioniert und wenig besteuert. Ja, also Kuhmilch wird nur mit 7% versteuert, pflanzliche Alternativen mit 19%. Und das ist natürlich auch nochmal ein Zeichen, was für eine unglaubliche Macht die Milchindustrie hat. Also die Milchlobby ist einfach unglaublich groß. Gibt zum Beispiel vor ein paar Jahren durften nicht mal, also bis zum Jahr 1990 waren Soja, Getreide und Nussmilch in Deutschland verboten, ja, um eben die tierischen Milch- und Milcherzeugnisse zu schützen, ja. Das ist gerade mal 30 Jahre her. Und deshalb ist es natürlich auch ein neuer Trend. Bis heute ist es verboten, dass zum Beispiel auf der Packung Reismilch oder Reis oder Sojamilch steht.
nennen. Es muss Reisdrink heißen oder Sojadrink heißen, damit es nicht mit der Milch, mit der Kuhmilch verwechselt werden kann. Ja, also auch da, das Wort Milch darf nicht für pflanzliche Alternativen genutzt werden. Also so stark ist die Milchlobby in Deutschland. Und ja, was vielen auch eben nicht klar ist oder was mir auch als Vegetarier nicht klar war, ich dachte, ah, für Milch müssen keine Tiere sterben. Ich kaufe Biomilch, dann werden die Tiere ja auch gut gehalten. Wie alle Säugetiere auf dieser Welt gibt auch die Kuh nur Milch, nachdem sie einfach schwanger war, ja. Und um eben die Milch zu nehmen, werden die Kühe einfach dauergeschwängert sozusagen. Die werden auch auf nicht so schöne Art geschwängert. Und die Babys werden ihnen gleich komplett nach der Geburt weggenommen. Wenn es ein Weibchen ist, wird sie auch gezüchtet zu einer Milchkuh. Wenn es ein Männchen ist, dann wird es einfach geschlachtet in sehr, sehr jungem Alter. Und ja, es ist einfach keine schöne Industrie. Ja, also den Kühen wird einfach Hochleistungsfutter gegeben. Die werden ständig geschwängert. Und das ist ja auch für kein Säugetier ein Normalzustand, ständig schwanger zu sein. Vielleicht warst du ja selber schon mal schwanger. ich war es noch nicht, aber alle meine Freundinnen, die schon mal schwanger waren, das ist ja für jedes weibliche Wesen ein sehr, sehr intensiver, krasser Prozess. Ja, also stell dir mal vor, du müsstest ständig schwanger sein und kommst überhaupt nicht mehr dazu, dich sozusagen zu erholen. Ja, und dann wird dir eben dein Baby gleich nach der Geburt weggenommen und die Milch wird ja abgepumpt. Also das ist einfach kein schöner Prozess. Kühe sind auch sehr, sehr soziale Tiere. Also Kühe leben natürlicherweise, auch wenn du mal auf einen Gnadenhof oder sowas gehst, Kühe leben in einem sehr engen Familienverband. Also die bis ins hohe Alter haben die sehr, sehr engen Kontakt mit ihren Kindern und ihrer ganzen Familie und schreien oft wochenlang, nachdem ihr Baby ihnen weggenommen war, tatsächlich noch nach ihrem Kind. Ja, also das ist ja sehr, sehr schmerzhaft für die Kühe. Und genau. Und es ist eben eine sehr, sehr hohe Dauerbelastung, ständig schwanger zu sein. Es ist eine sehr, sehr hohe Dauerbelastung des Euters der Kuh. Also das heißt, sehr, sehr viele Kühe leiden eben an schmerzhaften Eiterentzündungen, weil es eben dauerhaft gemolken werden. Ja, und viele Leute haben auch dieses Bild, eine Kuh muss gemolken werden, sonst platzt sie ja. Ja, das ist so ein ganz, ganz krasser Mythos. Also es stimmt natürlich nicht. Also auch eine Kuh, wenn die schwanger war, wenn das Baby abgestillt ist, dann schwillt der Euter wieder ab und die Kuh gibt keine Milch mehr. Ja, also Kühe geben wirklich nur Milch während der Stillzeit, genauso wie Menschen auch. Ja, und da sie das aber künstlich die ganze Zeit hervorgehoben werden, haben sie eben viele schmerzhafte Euterentzündungen und ihnen wird dann dadurch wieder viel Antibiotika gegeben, was du natürlich auch wieder mit der Kuhmilch mit aufnimmst. So, jetzt schaue ich mal kurz, ob da noch mal Fragen dazu sind. Im Moment sehe ich noch keine. Ja, genau. Also noch mal auf die Frage zurückzukommen, welche Milch ist die beste? Also egal, für welche Milch, vegane Milch du dich entscheidest, ist immer besser als Kuhmilch. Und vom gesundheitlichen Aspekt her und für die Tiere. Und ja, um es nochmal zusammenzufassen, probier dich durch verschiedene Sorten aus, probier es mal selber zu machen, hol dir immer am besten Kokosmilch zum Kochen, sehr, sehr lecker und ja, wenn du noch Fragen hast im Anschluss, dann schreib mir die gerne in den Chat und ich freue mich auf nächste Woche um 20 Uhr. Bis dann, tschüss!